So, da sind wir am Start hier mit dem Vogelfliegenmeister. Der Vogelfliegenmeister hier. The order is given. Und zwar spielen wir Asia auf meinem Main, aka Dia 5. Ja, Dia 5 Noob. Aber halt auf meinem Main Asia nach dem Rework. Nee, nicht Rework, nach dem Patch. Und zwar haben wir jetzt unseren Attack Speed auf dem W. Wir haben kein Knockup mehr. Und wir schauen einfach mal. Das Gameplay wolltet ihr sowieso haben. Jetzt haben wir quasi das Gameplay mit den Änderungen, meiner Meinung nach. Ich habe gerade schon ein Game gespielt und egal wie dieses Game ausgehen wird, ich habe gerade rasiert. Rasiert. Stufe 1 sind wir stärker, weil wir jetzt direkt 20% haben. Ja gut, auf Level 1 bringt das jetzt nicht so wirklich viel, außer dass wir mehr pushen können, aber alles in allem, damage-technisch ist da kaum ein Unterschied, quasi so gut wie nix. Der Knockup, dass der fehlt, könnte uns gegen einige Matchups schon eklig werden. Wir gucken mal. Wir spielen gegen Ahri. Ahri, wir werden im Early Game versuchen zu farmen und nicht aggressiv zu gehen. Wir maxen Q, wir maxen W, wir maxen E. Gerade nach den Änderungen gibt es da jetzt eigentlich keine Varianten mehr. Ja, wie gesagt, wir versuchen nicht so aggressiv zu spielen. Wir versuchen sie so ein bisschen zu poken, aber wir versuchen vor allem Farm zu nehmen. Unser Killpotenzial mit Barrier ist nicht enorm groß. Wir können ihn aus der Lane drücken, aber töten ist immer so ein Ding. Wir haben Udyr im Jungle. Meine Wall ist extrem gut gegen Udyr. Seine Ganks sind aber auch relativ eklig wohl. Aber wir schauen mal. So. Tech Animation ist ganz cool von Asia. Kann man ganz gut was mitmachen. Zack. Ach, fuck it. Ich nehme alles zurück. Die Animation ist total kacke. Nein, die ist wirklich gut. Ja, also man kann auch mit dem Level 1 W hier so Auto-Attack-Poke machen, was jetzt quasi gerade nicht geklappt hat, aber ja, gut, so viel Schaden hat es jetzt nicht gemacht. Aber das kann man machen, einfach so ein W neben den Gegner spawnen und dann Damage machen, wenn, vor allem wenn es ein Nahkämpfer ist, aber ja, muss man nicht, kann man machen. Je nachdem, wie aggressiv man das Ganze angehen will, ne? Kann ja auch mit Ignite spielen. Ignite! Ignite, lass, geh mir weg. Geh mir weg. Hier, jetzt kriegst du nämlich auch mal was. Wir müssen Zeichen setzen. So von wegen, nee. Nicht einfach, nee. So, nicht einfach hier dies, das. Man muss auch zeigen, greifst du mich an, greife ich dich an. So einfach ist das Spiel nämlich nicht. Q haben wir leider nicht getroffen. Schade. Aber der Damage ist da. Der Damage ist definitiv da. Mist. So, mit 3 nehmen wir dann das E, damit wir ein bisschen uns saven können im Zweifelsfall. Man könnte auch auf Maximal-Pock gehen mit einem Doppel-Q. Aber dann, falls Udi dann kommt, seid ihr auf jeden Fall euren Flash los oder sogar tot. Das wollen wir nicht. Wir sparen jetzt unser Mana bis Stufe 4, dann ist unser Q etwas stärker. Hauptsache wichtig ist immer, dass der Mana-Rack an ist. Wann ihr das Mana im Endeffekt benutzt, ist so eine Effektivitätssache. Ne? Mit Stufe 4 macht das Q halt mehr Schaden. Beziehungsweise mit Stufe 2 Q. Deswegen, solange das Mana reckt, ist der Stat aktiv. Es reckt, es arbeitet. Wir sind natürlich Effektivitätsmeister hier. So, Pantheon ist da oben, das heißt, ich warde mal hier unten, weil Pantheon mich da oben so ein bisschen absichert und da ein bisschen was sieht da oben. So, wir haben unser Q auf 2, wir werden jetzt WQ. Oh, das war ein bisschen räudig, aber naja, es war sehr räudig sogar. Aber soll uns jetzt hier nicht zerstören, dafür treffen wir den jetzt hier, aber komm, outet. Oh, schade. Habt ihr es gesehen? Also das muss ich nachher nochmal angucken. Ich habe den auf jeden Fall Ahri angeklickt und der hat aber nicht Ahri angegriffen, glaube ich, oder? Irre ich mich. Ich halte mich jetzt in diesem Rahmen auf, weil ich auch hier gewardet habe. Dann, falls er da oben kommt, habe ich hier ganz viele Möglichkeiten wegzukommen. Wir warten jetzt bis 5. Dann ist unser Q nämlich nochmal etwas stärker. Stufe 3 Q ist ganz nett. Man kann auch, ich werde auch mehrere Asi-Games machen, Leute, weil in manchen Games gebe ich schon, wenn ich einen Gank tatsächlich kriege, dann bereite ich den vor mit so einer schönen WEQ-Kombo. Ja, das Mist. Das geht jetzt in diesem Game nicht. Deswegen für Asia ist das ähnlich wie bei Talon. Da gibt es so viele Sachen, die werden nicht alle in einem Game abgearbeitet. Da kommt jetzt ein Charm wahrscheinlich. Ah, trifft sogar. Na gut. Nehmen wir noch das Level 3 Q mit und dann gucken wir mal. Ab Level 6 müssen wir gucken, dass wir unseren Jungler in die Mitte kriegen. Dann können wir richtig gut Kills machen. Gegen Ahri ist natürlich ein bisschen eklig wegen ihrer Mobility. So, jetzt haben wir unser W, Q, Auto-Hit. Noch ein Auto-Hit? Noch ein Auto-Hit. Sehr, 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 sehr gut. Kriegen wir den hier? Ja. Ja, sehr nice. Den Mist. Mmh.
Ja, wie gesagt, ihr könnt das je nachdem. Jetzt können wir richtig aggressiv spielen. Jetzt haben wir unser Q auf 3. Und ab jetzt, ihr könnt den natürlich auch vorher richtig aggressiv spielen und dem vorher die Pots rauben. Aber jetzt habe ich richtig viel Mana zum Poken hier aktiv quasi. Da kann man jetzt richtig was machen auf jeden Fall. Da kann man jetzt richtig. Jetzt kann ich nämlich hier eine Puppe nach der anderen rausholen und ihr richtig viel Schaden machen. Ihr seht das. Richtig leckerer, saftiger Damage hier. Sie gibt mir zwar auch ein bisschen, aber sie hat kein Mana mehr. Und ich habe noch was Gutes, weil sie vorher schon Spells benutzt hat. Das ist halt Mana-Haushalten. Come mit Easy Kill. Sie hat Ignite, okay. Wenn ihr den Gegner töten wollt, wir sind noch nicht 6, aber jetzt gleich. Stellt den Soldaten, müsst ihr hier hinten irgendwo hinstellen. Weil wir sind jetzt 6 nach diesem. Ihr müsst den hier hinstellen, so ganz weit zu dem. Und dann macht ihr nämlich die Combo. Ihr fliegt dahin und haut die zu eurem Typen. Zack, da ist das Ding. Komm schon. Ich wollte den Auto-Hit machen, ich habe ihn abgebrochen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der durch den Flash abgebrochen wurde oder ob er noch hinterher geflogen wäre. Aber so muss die Kombo sein. Stellt den Soldaten dahin und dann macht ihr den Slide. Schade, echt. Das ist echt schade. Aber, na gut, wir haben mir auf jeden Fall gezeigt, wie der Vogel fliegt. Wie der Vogel fliegt und läuft. Na, natürlich echt schade. Ich weiß, mich nervt am meisten, dass ich ihn vielleicht sie... Ich weiß es nicht, ob ich sie gekillt hätte. Ob der Auto-Hit gecancelt wurde, weil ich ihn gecancelt habe, was ich getan habe... Oder vielleicht auch zusätzlich, weil sie weggeflasht ist. Und dann kann man ja nicht mehr hitten, oder? Naja, farmmäßig sind wir 20 CS fast über ihr, was auf jeden Fall cool ist. Unser Bild, wir gehen Morellos, Manarek, damit wir poken können. Bap, Pots. Warum baue ich sowas? Wobei, warte mal, wir können eigentlich... Wir machen das so. Normalerweise hätte ich zweimal Manarek, zweimal Buch und sowas. Warum mache ich das? Okay, eigentlich wäre ein Ward auch noch cool, aber ja, gerade nicht. Warum mache ich das? Je mehr Mana ich habe, umso öfter kann ich poken. Mana ist live. Aber ich grade das Ding nicht ab, weil die Cooldown brauche ich am Anfang nicht. Ich brauche nur den Mana-Rack. Zwei Mana-Rack, zweimal Buch. Da habe ich viel AP und viel Mana-Rack. Weil durch das Upgrade kriege ich nicht zusätzliche Mana. Wir haben hier 25, 50, zack. Come mit in 40. I wall again. Jetzt können wir nämlich hier Poken Arena. Okay, schade. Damage gemacht. Sie ist gerade SS. Jetzt müssen wir schnell mal mit den Scheiße säubern. Sie ist Mist. Das macht mir gerade Sorgen. Ja, das habe ich befürchtet. Aber ich komme, Bro. Wenn er jetzt zu mir kommt, wäre es auch praktisch wohl. Ja, ich hätte drauf reagieren müssen. Ich hab's befürchtet. Sie geht einfach so aus der Lane. Da muss irgendwas sein, wenn sie einfach aus der Lane geht. Aber ich habe Udyr da oben nicht gesehen, deswegen. Naja, jetzt muss nur... Ah, leck mich doch. Ist die Frage, ob sie Ignite raus hat, habe ich jetzt nicht gesehen. So, jetzt können wir auf jeden Fall ordentlich poken. Sie hat auch gutes Mana raus. Soldat steht da erstmal. Sie kriegt Blue anscheinend. Da müssen wir jetzt pushen, wenn sie Blue kriegt. Azir ist extrem stark im Late Game. Wir sind zwar jetzt gerade nicht der Hammer im Early Game, aber im Late Game ist er extrem stark. Ich spiele safe, kriege dann meine Kills so im Mid Game und im Late Game zerstört man alles mit Azir. Also schon ziemlich supreme. Könnte ich den Blue bitte haben? Das wäre echt strong. Blue auf Azir. Lecker. Richtig, richtig lecker. Ja, nix back. Ich brauche den. Ari hat auch Blue, Bro. Ach, du bist ein kleiner Sack, Alter. Ari has Blue. Weißt du, wenn beide kein Blue haben, ist es kein Ding, ne? Wenn sie Blue hat, sie bombardiert mich nämlich jetzt mit allem Scheiß die ganze Zeit. Und ich meine, das ist ein Pantheon jetzt, ne? Ein BI des Fuck, wie oft ist denn gestorben? Der ist 1-1, was ist da los? Please jetzt. Naja, egal. Lassen wir ihn machen und gucken. Sie ist dort deep warded. Also, sie hat hier irgendwo gewardet. Jetzt haben wir nämlich kein Blue und jetzt kann sie mich einpushen. Okay, da kommt eine... Oh, jetzt habe ich ihr, glaube ich, geholfen so ein bisschen. Mist. Okay, aber wer hätte ich das nicht gemacht, wäre sie einfach zum Turm gesprungen, so, ne? 45, 110 kostet der Scheiß. Machen wir einen Keks. Oh, Mist, die gedreht hat. Vielleicht kommt sie noch. Ach, lecker Fade. Das ist natürlich schon traurig. Das ist natürlich schon traurig. Ah! Ja. Ja, vor allem als Pantheon ist das nicht so cool. Okay, Bro, jetzt kommt der Flame. Flame is coming. Jetzt kommt vielleicht irgendwas raushauen hier. Ich meine, hätte ich sie nicht zu uns gehauen, dann wäre sie halt... She would
have ulted into turret, bro. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Das kannst, sowas kannst du eh nicht gewinnen. Wenn der Recht haben will, dann will der Recht haben. Wir lassen uns hier trotzdem nicht verunsichern. Und sehen einfach zu, dass wir möglichst viel Farm einsammeln. Und schauen einfach mal, was geht. Bisschen hier, ein bisschen da. Hier kann man auch mal so einen Soldaten spawnen, wenn man die nicht anders kaputt kriegt. Den CS ein bisschen zu sichern. Botlane, eieiei, dieses ganze Gebattle hier, das ist schon crazy, ne? Oh, brennt, er brennt, er brennt. Oh, oh, lauf doch, lauf! Lauf! What, hat der ein Clip? Das Ding flog schon. Oh, grüß dich, Keule, Keule, moin, was geht? Jetzt zum Beispiel wäre der Knock-Up cool gewesen, wobei es auch so geht, aber in solchen Situationen benutze ich dann den Knock-Up so, ne? Stell den Soldaten schön hinter den, knock ihn hoch, damit wir ihn noch finishen können. Weg mit euch, weg mit den Räudern, weg mit den Räudern, weg mit den Räudern. Wichtig ist, wie gesagt, deswegen ist Asia auch mein Safe-Pick, den kann ich gegen alles picken, aber er ist nicht mein Carry-Ultra-Pick. Also, hier habt ihr gerade schon wieder einen Bug gesehen, der hat einfach 3 Sekunden oder so nicht angegriffen. Das ist nicht der Carry-Ultra-Pick, weil wir nicht krass snowballen. Also, es passiert oft, dass ich durch solche Kills, was hier gerade passiert ist und hier oben, dass ich da Kills kriege dann mit der Zeit und 3-4-0 rumrennen. Das klappt auch sehr gut meistens. Und ich roam auch manchmal und mach dann hier, flieg hier rüber und hau die hier runter. Das geht alles cool. Aber das ist nichts, worauf ich mich extrem verlassen kann. Also, dass ich jetzt hier die ganze Zeit was mache. Okay, da kommt ein Gang, da kann man was mitmachen. Zack, da ist er. Mach was. Dude, ich habe leider kein Mana mehr. Nice Flash, Bro. What war der Flash? Kacke. Nice, komm. Kicks reinhauen. Soldat spawnen. Und sterben. Kacke, das mit dem Schaden habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ihr seht immerhin, wie die Kombos funktionieren so ein bisschen. Ne? Also, ihr seht, wo kommt er her. Ihr springt dahin und wollt den dahin. Ich hätte locker Barry machen können, aber mit dem Schaden habe ich nicht mehr gerechnet. Aber um mich jetzt auch mal ein bisschen zu entschuldigen, also rechnen war ich jetzt nie so gut. Ne? Nächstes Item ist Magic Pen Boots und Rabadons. Schönes, das können wir natürlich jetzt aus dem Buch bauen. Ganz nett. Ist natürlich auch tragisch, dass ich keinen Mana mehr hatte. Ich habe noch einen Keks reingehauen, aber der hat dann, ja, in dem Moment wurde ich gecharmt und dann war finito. Finito. Dann war finito. Finito war da. Hier oben geht schon wieder Partey. Das schaffen wir ja wohl, der hat Crit. Kommt der Gleichsetzer, der Runtersetzer, der Wegmacher, der Equalisierer. Aber diese Wall ist wirklich meine absolute Lieblingsulti. Das ist der geilste Spell im ganzen Game. Die ist so strong. Sowas von strong. Wir haben auch gleich wieder Wall. Wir gucken, dass wir sie ein bisschen poken. Zack, schöner Schaden. Also, kann man schon mal machen, ne? Wir haben jetzt auch guten Mana-Rack. Wir können jetzt auch immer weiter in sie reinpocken, wie ihr seht. Ist ganz nett auf jeden Fall. Das ist halt, deswegen ist Mana-Rack so wichtig und deswegen mag ich Nashor's Tooth nicht. Weil ich extrem hart in diese Scheiße reinpoke. Frage ist jetzt, Turm pushen. Machen wir erstmal ein B drauf, ein bisschen. Zum Turm pushen ist immer gut. Wall haben wir ready. Ich könnte was wallen. Wie machen wir das? Wir warten, bis die Minions kommen. Wir stellen den Soldaten dahin und gehen auf Max Range und denken so, oh, du bist safe, gar kein Problem. Okay, Ari ist, da ist sie. Jetzt ist sie da, aber Lucian ist nicht mehr da. Ich stelle nochmal den Soldaten nochmal neu. Ich glaube, sie kennt den Brat mittlerweile. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Töte sie. Bitte töte sie jetzt. Bitte jetzt töten. Das gibt's nicht. Das kann nicht wahr sein. Das kann not. Die kriege ich aber. Die, auch wenn ich flashen muss. Obwohl, vielleicht kriege ich sie auch ohne Flash. Nein. Okay, dann holen wir uns diesen komischen Odefanten. Oh, bitte. Nee. 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 Weg, das ist jetzt mein Kill. Das kann nicht sein. Die Ari hat genug Glück gehabt. Die Ari hat einfach mal genug Glück gehabt. Da können wir jetzt erzählen, was wir wollen. Aber es ist mir wichtig und das ist mir bisher gelungen. Ich konnte euch zeigen, wie ihr Ganks vorbereitet, was super easy ist. Und ich werde zu selten gegankt dafür, dass meine Ganks so krass gut meißen. Oder meine Gank-Vorlagen so gut sind. Also, ich meine, Gegner ranzuholen und in den eigenen Jungler zu schmeißen, ist schon ziemlich GG, ne? Aber, ja. Ist natürlich schade, deswegen ist das natürlich schade, dass sie aber auch wieder nicht gestorben ist. Ne? Das war richtig räudig. Also, ich wollte ja die ganze Zeit so eine Flash-Kombo und sowas machen, aber dann ist sie leider hier lang gelaufen, nicht hier, sonst wäre ich da rüber. Naja. So. Wir kaufen uns die Magic Pen Boots. Ein bisschen schneller, ein bisschen mobiler, ein bisschen stizzliger, ein bisschen mehr am Start.
Wir kaufen uns jetzt auch mal ein Ward. Wards sind mit Asien nicht extrem wichtig, aber grundsätzlich solltet ihr immer Wards kaufen. Deswegen graden wir das Ding auch direkt ab. Ihr solltet schon auch beim First Bag, wo man Ward kaufen. Hätte ich auch gemacht, hätte ich nicht so viele Items am Anfang. Ich habe ja 4 Stück gekauft. 2-mal dieses Mana und 2-mal das Buch. Asien ist recht fragil. Wie ihr seht, wir haben weder Leben oder weder Armor noch Magieresistenz. Werdet ihr einem angepackt, zerbricht ihr. Ihr seid quasi eine Glaskanone. Ihr habt Glassoldaten und ja. Wir haben wieder eine Wall. Ahri kommt noch relativ gut weg mit ihren... Ja, da will ich jetzt nicht. Das ist mir zu deep. 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 Oh, nice. Oh, nice. Endlich auch mal so einen guten Kill. Lol, ich habe Barrier gerade gedrückt, aber es hat nicht mehr funktioniert. Diese Barrier, die ist verdünnt. Aber ich habe einen Kill gesammelt. Obwohl, habe ich den... Doch, war meiner, ne? Obwohl, nee, ich hatte Udi doch gekillt. War nicht meiner. Ah, really? Schade. Diese Barrier ist verdoomed. Verdoomed. Naja, schade. Ich war mir so unschlüssig. Ich wollte erst ulten, dann aber auch wieder nicht, weil das schon wieder so deep alles war. Und ja, Dann wollte ich es erst auf den Pauk belassen und Lucio macht guten Schaden, muss man sagen. 5-0 hat der Boy mittlerweile. Not bad, auf jeden Fall. Ja. Im Late Game haben wir halt dann, wie gesagt, diese zwei Methoden. Entweder ich stehe hinten, hau die ganze Zeit meinen Kram da rein. Oder ich stehe... oder ich gehe rein, gehe so ein bisschen ham und so weiter und so fort. Allerdings muss ich sagen, finde ich diese Variante, die hinten stehen und Soldaten rumschieben, super. Auf jeden Fall super effektiv. Und die ich beschütze auch immer den ADK. Ich versuche, der ist zum Beispiel fett. Ich bleibe immer im ADK und beschütze den ADK im Late Game. Das ist einfach so, die Wall, du machst die Wall, Udi, useless. Hecarim, useless. Nautilus, useless. Alles useless. Solange der ADK nicht instant stirbt. Alles useless. Ich könnte sie gleich wieder wallen, aber ich poke sie jetzt diesmal erstmal ein bisschen. Ja, macht schon. Sie hat jetzt schon hier dieses komische Ludens. Müssen wir so ein bisschen aufpassen auf den Anchorman. Stellen wir mal ein Ward. Zack, da ist meins. Da soll was passieren. Weißt du, was du kriegst? Nichts. Nichts. Wir hauen nochmal den zweiten Keks rein. Ich weiß doch, wie das hier läuft, der Hase. Damage jetzt. Jetzt aber. Dieses Miststück. Jetzt bin ich zu low. Sie hat halt doch tatsächlich auch nicht keine schlechte Range, muss man sagen. Da war ein Grip. Mit dem W können wir auch extrem Türme pushen. Immer schön die Ws auf die Türme hauen. Dieses Runde ist das, wie gesagt, deswegen sage ich ja immer, es sind ja sehr unterschiedlich die Runden. Diese Runde klappt es nicht so gut, aber... Oh, nice Charm. Ja. Mal, vielleicht da oben geht was, ist die Frage. Oh, Soldat, greif doch mal an! Dieser Soldat, das gibt's ja gar nicht, ey. Dieser Soldat, ey, das gibt's ja gar nicht. Wall. Die Wall muss die Gegner nicht immer zurückhauen, aber hier funktioniert sie einfach als Zoning und ich kann jetzt von hinten noch so ein bisschen arbeiten, aber wirklich viel habe ich jetzt hier nicht gemacht. Aber, ey, dieser Soldat, der war ja auch echt, ein Reudensoldat, muss man einfach mal sagen, ein richtiger Reudensoldat. Naja, wir haben 1, 2, 4, also 4 Assists haben wir trotzdem. Thresh, Stop, Dagen, Kills, 407. Aber in so kleinen Geplänkeln, da können wir dann richtig punkten später. Also, oder meistens. Also, ich krieg auf der Lane wenig Kills, außer wenn ich solche Ganks mache. Die hat halt ultra Luck, dieses Game. Aber. Das sind Kills her, ne? Noch ein paar gute Walls, dies, das. Ja. Ich denke, ich werde auch, wie gesagt, eine Asia-Reihe machen und ein paar Asia-Games. Weil Asia ist mittlerweile, glaube ich, mein Lieblingschampion. Mit Talon natürlich. Aber. Deswegen werde ich mit Sicherheit auch noch mehrere Asia-Games mal einfach machen und dann könnt ihr immer mal sehen, was so Phase ist. So, jetzt können wir mit unserem W ein bisschen pushen. Ihr seht das, macht guten Schaden. Zack. Botlane können wir einen Gank machen. Wir müssen aufpassen, Udi ist da und wir sind nur zu zweit. Das heißt, es ist ein 3 gegen 3, während ich aber in Udi reinlaufe, was nicht gut ist. Mann, sie hat echt den Stizzler gefressen. Das ist ja Wahnsinn schon so ein bisschen. Naja. Konnten hier noch ein bisschen dodgen. Haben zwar Flash, Barrier und Ulti verbraucht, sind aber nicht gestorben und konnten hier auch noch wenigstens den Charm so zweimal haben wir ihn gedodged, oder? Hatte die schon zweimal den Charm ready? Nee. Hat die zweimal den Charm geworfen?
war schon ein bisschen crazy, oder? Oh, naja. Wir kommen uns jetzt mal Homeguards hier. Ich meine, so oft wie ich jetzt schon Base war, ist ja schon langsam ein bisschen eklig. Unsere Wards muss ich auch mehr stellen. Unsere Wards. Da könnte ich jetzt wieder punkten, aber ich bin da. Scheiße. So, wir gucken mal. Wir haben auch keine Wall leider. Das ist jetzt nicht so optimal. Wir können jetzt hier aber ein bisschen Schaden noch machen, aber ganz viel auch nicht. Ja, der Slow ist da auf jeden Fall. Schade auf jeden Fall. Wir sind alle so low, ne? Das gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Okay, ich glaube, ich sterbe. No, 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 no. Ui, 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 ui. Wir können aber von hier unten vielleicht, obwohl, ne. Ich hätte gesagt, von hier unten können wir noch ein bisschen arbeiten, aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt. Ich habe halt keine AP, ne? Also so gar keine AP. Das lassen wir mal. Das lassen wir mal ganz gepflegt sein. Ich kam zu spät rein in den Fight. War nicht so schön. Da gehe ich jetzt nicht rein. Das suicide ich jetzt nicht. Sollte auch nicht. Naja, immerhin hat er den gekillt. Hier oben, Rumble gibt hier auf jeden Fall ordentlich Butze. Bis jetzt habe ich noch nicht den Impact, den ich gerne hätte. Oh, der macht aber fetten Schaden. Hat der die Maske? Bestimmt, oder? Ja. Bis jetzt, der hört sich immer Feeding, ja. Mates Feeding. Ist jetzt noch nicht der Impact, den ich wollte bisher, muss ich ehrlich sagen. Aber, ja. Deswegen sage ich ja, ein Game ist so, andere Game ist so, ne. Mich nervt immer noch die Ahri. Hätte ich die mal gekillt früher, ne? Oder hätte ich die ein, zweimal gekillt, dann wäre ich bestimmt jetzt der King und hätte alles zerstört. Naja. Naja. Jetzt können wir... Okay, das lassen wir mal ganz gepflegt hier. Lassen wir das. You got Lantern for you. Ja, und nu? Ja, und nu? Okay, wir stellen den Soldaten dahin. Wir machen gar nichts. Wir gehen weg. Ich wollte eigentlich so eine Kombination, wir springen ran, spawnen aber im Moment, wo wir ranspringen, den Turm hier und fighten dann unterm Turm das Ding so ein bisschen, wobei sie wahrscheinlich eh weggesprungen wäre. Aber, ja. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mich nicht wieder von Ahri vermöbeln lasse und dann beim nächsten Fight mal dabei bin. Das wäre echt praktisch. Das wäre echt mal richtig praktisch, wäre das wohl. Da kommt Ahri schon wieder, so viel zum Thema. Vielleicht will sie es auch. Soweit ihr dann auch wegsteht, umso einfacher ist es für euch, das E zu machen und euch dann zu positionieren, ne? Also, ihr habt dann natürlich mehr Zeit, als wenn ihr das Ding so vor euch eben knapp macht. Dann habt ihr natürlich weniger Zeit, euch zu positionieren. Das ist natürlich dann tragisch. Sammeln jetzt ein bisschen Geld. Das Pinkwort sollte ich auch mal stellen. Mein Plan ist immer, ich stelle die Wards nicht, weil... Dann also sehen die, oh, Asia, der hat ein Pinkwort im Inventar. Der kauft also Wards. Nice. Und dann stelle ich die aber gar nicht. Ich habe das ganze Game nur ein Ward dabei gehabt. Aber alle denken, oh, Asia, Alter. Der kauft Wards. Mit dem kannst du richtig gut arbeiten. Nein. Nice. Die hat noch eine Ulti. Nice. 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 Diese. Jetzt können wir ein bisschen von hinten arbeiten, tatsächlich. So ein bisschen zumindest. Nicht so viel gerade, aber ein bisschen. Jetzt gerade konntet ihr aber sehr, sehr gut sehen. Da habe ich die Combo W-E-Q benutzt, um schnell wegzukommen. Nicht WQE, das wäre viel zu langsam gewesen. WEQ und ich war weg. Also, das ist so die schnelle Kombination auf das Wort. Scheiße, mal kurz, ich will jetzt schnell wieder dahin. Ah, Leute, 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 Leute. Ah, es ist sehr gefährlich. Wir machen mal hier den Turm hin, bevor jetzt hier irgendwas in die Hose geht. Ich will jetzt auch mal ein bisschen Damage hier, ein bisschen Kills. Das ist der gute Vorteil bei uns jetzt. Wir haben sehr, sehr viel Range und können dadurch sehr, sehr weit hier hinten aus dem Hintergrund arbeiten und Damage machen, tatsächlich. Weil wir so viel Range haben. Jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt webt der einmal auf mich, bin ich tot. Ja, sieht ganz nett aus. Wenn er jetzt schießt, ne, ich hätte ihn gehasst, hätte ich ihn. Ich hätte ihn gehasst. Kommt Ahri wieder. Ahri Bari. Ahri Bari, das ist der tote Boy, der ist tot. Zack, ich hau jetzt auch ab, bevor ich auch noch Fischfutter werde. Am besten wäre es, wenn ihr den Turm beschützt, sodass der von Minions kaputt geht. Der gibt nämlich 100 Gold. 100 Gold gibt der Boy. Naja, ah, ich hau jetzt hier ab.
Zack. Wir machen Rabadons Void Stuff. Und dann gehen wir entweder auf Stundenglas oder auf Loons. Müsst ihr gucken. Loons ist auch cool. Habe ich letztens dieses Game da vorne mal gezockt. War richtig strong wohl. Wobei Loons halt einen schönen Nerf abbekommen hat, ne? Doppelten quasi. Weniger Stacks, weniger AP. 1, 2, 5. Ist schon ein bisschen räudig bei 23. Dieser Rumble, der ist. Wie viele Kills hat der bitte? 5, 2, 5. Der ist echt stark, Alter. Holy Kartoffel! Le Kartoffel! Ich würde jetzt. So ein bisschen mad ist das Game schon. Also meistens ist hier echt ein bisschen mehr am Stissel. Ich will jetzt auch Damage machen. Gib mir jetzt Damage. Ich will jetzt auch Damage machen. Hier können wir jetzt wieder ein bisschen Turm pushen mit unserem W, was wirklich. Dadurch, ihr seht, ihr habt das recht fix ready. Ihr solltet euch aber eigentlich immer eins aufheben. Aber ihr seht, wir haben schon einen netten Schaden hier. Naja, hätte sein können, dass einer. Da ist er! Da ist er! Töte ihn! Ah! Naja, aber er holt den Kill. Was? Nicht. Was war es nicht. Aber ich will jetzt einfach so ein bisschen so Sachen zeigen, die man machen kann. Worse war es definitiv nicht. Hätte ich überlebt, was für's cool gewesen. Okay, jetzt. Okay, aber das war sein eigener Greed. Das war jetzt. Hat nichts mit dem, was wir zu tun gehabt haben. Zu tun, sondern das war sein eigener Greed. Ah, schon schade. Wir kaufen jetzt hier Madurans, damit wir das Rabadoniens haben. Gucken wir mal. AP 350. Und deswegen müsst ihr aber auch wirklich aufpassen. Ihr seht, ihr geht einmal rein, ihr seid einmal tot. Squishy as fuck. GG. Oh nice, da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Wo bleiben wir? Wo bleiben wir, ist die Frage. Oh, nice, 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 nice Pantheon Place. Nice Pantheon Place. Full AD, nee, er hat sogar einen Randomin, sehr, sehr cool. Nice. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Tada, ta, 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 ta. 1-3-6, das ist schon maximal räudig. Muss man schon sagen. Ja, Nunu! Aber ihr seht, ihr kriegt einmal was ab. Ihr seht, seid einfach tot. Ihr seid einfach tot. Wir haben keinen Turm mehr. Wir haben keinen Turm mehr. Hm, diesmal werde ich warten, bis wir einen Teamfight machen. Ich will diesmal. Wobei, ich bin schon wieder fast tot eigentlich. Aber diesmal will ich dabei sein. Und ich werde nicht engagen oder so. Werde ich sowieso. Da würde ich jetzt schon engagen, aber. Machen wir nicht. Aber hätte ich machen können. Der Soldat stand noch passend da. So, Soldat schön einfach rüberschicken, der muss gar nicht schaden, Mann, der steht jetzt schon mal da. Aber diesmal engage ich nicht, wie gesagt, diesmal ist mir das egal. Wir machen jetzt einfach Schaden von behind und werden für Lucian peelen. Das kann nicht sein. Wie kann nee. Erstmal wurden wir jetzt alle geräbt. Und wie kann er mich anpferden, anhufen, wenn ich ihn weghaue? Aber... Ja, schon behindert. Ich hätte früher ulten können, ja. Habe ich aber nicht. Fuck it. Na gut, aber so machen wir das Spiel ein bisschen spannend und dann können wir nochmal zeigen, ob wir wieder reinkommen, ob wir wieder Power haben oder ob eben nicht. Können wir so ein bisschen mal schauen. Aber es war schon echt mad jetzt. Dieses Game ist echt kernbehindert. Super Azir, Super Azir. Gebt mir die Minions. Wichtig, wir brauchen Farm. Farm, 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 Farm. Wer ist denn fett von denen? Ari hat gute Kills. Rabadons Void Stuff. Nicht Ludens. Rabadons Ludens. Oh, da oben ist Party. Party hart sogar. Da könnte ein Trap sein. Nee, der ist nicht tot. Mann, Udi. Ja, da brauche ich gar nicht irgendwas versuchen, obwohl. Oh, Ari ist auch noch da. Die Order is given! Da ist er! Da ist er! So sieht's nämlich aus, meine Freunde! Die Order is given, Riven! Ja! Lecker! Nicht lange fackeln, das Ding versenken. Nautilus pusht Midlane, der räudige Räuden. Asi hat übrigens extrem krassen Nashos Damage, weil hier die ganze Zeit diese drei Soldaten da reinpieksen. Extremely, extremely, extremely strong. Midlane haben wir leider verloren. Schade, aber ich denke, für Baron, Nashorium, Wurs, Wulwurs. Wulwurs.
Aber ihr seht, der Enoch ab, also ja, in den wenigsten Fällen ist es jetzt wirklich, also es ist, der Knock-up ist cool und ich freue mich, wenn er wiederkommen sollte irgendwann, weil die haben gesagt, sie wollen testen. Das heißt, sie wollen testen. Vielleicht gibt es irgendwo Chancen, dass das Ding wiederkommt. Aber unabhängig davon geht's auch ohne, seht ihr. Kaufen wir mal schnell noch den gelben Stab, wir haben nämlich auch wenig Mana und wir haben ja eh Dings und jetzt sollten wir mal unsere Wort stellen, Alter. Ich habe das Ding upgraded, aber ich stell's einfach nicht. Ich bin so ein Noob. Ein Noob. Ich bin ein Noob. Ein Noob. Noob, Noob. Ich wollte demnächst nochmal Liandius und Rilas probieren. Aber ja, ich würde dann wahrscheinlich trotzdem Morellos bauen. Morellos, Liandius, Rilas. In dieser Reihenfolge. Oder stopp, nee. Morellos, Haunting Geist, Rilas, Liandius. Ich glaube, so würde ich es bauen. Der Soldat steht da. Der müsste noch ein bisschen weiter nach vorne. Zack. Ja, Udeo Split Push gerade. Und mein Team ist so nicht ganz entschieden, hier an der Front zu kämpfen. Deswegen lasse ich das lieber. Ich wollte da vielleicht was machen, aber lassen wir lieber. Mann, Udeo ist so eine Pussy, Alter. Der ist so eine behinderte Pussy, ne? Stimmt jetzt. Der ist tot, Alter. Der ist sowas von tot. Danke. Thank you, Sir. Thank you for the money, Sir. Darf ich Ihren Hut haben, Sir? Darf ich Ihren Hut haben, Sir? Da kommt der Flash. Nice Minion Damage. Grab. Ich muss es jetzt gleich engage, weil wir eigentlich irgendwie so keinen haben, der jetzt engaged. Ich werde sofort versuchen. Ich werde den Wall machen. Werde aber sofort wieder rausflashen. Ah, leckere Fade, Alter. Okay, der Turm ist weg, ohne dass ich das machen muss. Ich weiß nicht, ob es wohl ist. Man könnte auch einfach poken, aber ich mag die Gefahr. Die Gefahr. Wichtig ist, wenn wir engagen wollen, der Soldat muss da mehr rein, so wie jetzt. So ist gut. Warten wir auf das Q. Oh, shit. Stellen wir den Soldaten dahin. Wir machen den Turm. Wir holen die Boys. Die Boys of Germany. Da sind sie, die Boys of Germany. Ja, war semi-gut. War semi-gut. Gebe ich zu, war semi-gut. Aber okay, können wir hier was machen. War okay. War okay. Aber sowas würde ich eigentlich nicht machen. So mega YOLO. Also das ist jetzt gerade nur, weil ich richtig Bock drauf hatte und Spaß dran hatte. Aber sowas würde ich eigentlich nicht machen. Ich würde eigentlich, vor allem wenn ich, im Moment bin ich nicht so fett, dann ist es nicht so viel, also dann bin ich jetzt nicht so die tragende Rolle und dann ist es nicht so schlimm, wenn ich sterbe. Ich aber, in den meisten Fällen bin ich wirklich extrem stark im Team. Und dann würde ich mich nicht selber durch solche Aktionen suicide. Dann würde ich hier hinten stehen, würde die ganze Zeit Damage machen und die Wall würde ich nur machen, wenn mir jemand an Leib will oder meinem AD Carry an Leib will. Aber, ja, kann man was machen. Kann man was marken. Kannst du marken. Kannst du marken. Aber ich habe, glaube ich, Ari schon wieder umgebracht. Also ich bringe immer Ari um. Ist auch gar nicht so verkehrt. Man muss das mal anders sehen. Man muss das jetzt tatsächlich mal anders sehen, Leute. Ich bin 2, oder ich war gerade 2-4. Ich war 2-4. Ari war irgendwas mit 6 und sie hat auch noch 8 Assists. Ari ist im Moment deutlich, nicht deutlich stärker, aber sie ist ein bisschen stärker als ich. Sie hat 3 fette Items. Ich habe, ja, ein bisschen weniger. Ich habe, also Morellus kostet nur 2-2 oder 2-3, während Ludens 700 mehr kostet, also 3000 oder so. Also AP und geldtechnisch ist Ari etwas weiter vorne. Das heißt, wenn jemand schwach ist, dafür sorgt, dass jemand Starkes stirbt, auch wenn dieser Schwache dabei stirbt, ist es okay, denke ich. Wäre natürlich cooler gewesen, wenn ich überlebt hätte, aber ja. Zack. Wie gesagt, in diesem Fall ein 258-Leute-Typen für einen 666-668 zu traden, ist, denke ich, in Ordnung. Ja, die Stacks, die Stats waren. Nein! Und deswegen sollte ich A, meine Ward stellen und B, sage ich immer, Ari ist ein Assassine. Aber Tobi, Ari ist ein Mage. Nein, Ari ist ein fucking Assassine. Dude, du bist einfach tot. Danger. Danger, ich ping jetzt einfach Danger. Ich habe nichts gesehen, aber damit der hier einfach mal weggeht. So, was bauen wir jetzt, Leute? Wir bauen jetzt Ludens. Ludens. Wir können auch Stundlas bauen. Stundlas ist auch cool. Wir können auch immer noch gucken, was wir bauen. Wir bauen jetzt mal Buchen und schauen mal. 268. Aber wir haben eine gute Farm. Also die ist okay. Ist jetzt nicht so. Wir haben mehr Farm als Ari, so ein bisschen, ne? Wir haben nicht. Wir haben keine extrem gute Farm, aber sie ist in Ordnung. Dragon. 538, schade.
Das ist meins. Das kannst du. Weißt du, was das kannst? Nehmen kannst du. Her damit. Hashtag. Oh, krieg den. Hashtag. Her damit. Zack. Schade. So. Wall. Number of Soldiers. 6 Stück. Duration 7. Zack. Eingeloggt. Ja, Allbot ist jetzt ein guter Call. Wir müssen auch Gas geben, weil Udi wahrscheinlich gleich wieder. Udi ist super kacke im Moment. 1-8. Das Einzige, was er machen kann, ist Split pushen. Nur Split pushen. Heißt, wenn wir jetzt Gas geben, dann. Oh, nice. Diesmal werden wir versuchen, nicht zu suiciden. Und unseren ADK zu beschützen. Diese beschissene Ari! Ich kriege immer diese Kugel ab und bin sofort tot. Diese beschissene Ari! Wir werden jetzt versuchen, hier nicht zu sterben. Wir werden versuchen, unseren ADK zu beschützen. Wir werden versuchen zu poken. Poken, 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 so unterm Turm, sowas zum Beispiel. Zack, zack. So, kommt der Hecarim Engage. Da ist der Engage und er ist raus. Er ist raus. Hecarim Engage negiert. Udi ist auch useless. Sivio Engage auch reduziert, reduziert, malträtiert. Ich bin raus. Können wir noch was machen? Ja, begrenzt, aber war gut bis jetzt. War bisher gut, wir sind zwar low, aber war gut. Den geben die auf. Habt ihr gesehen, wie mächtig die Wall ist? Hecarim Engage abgebrochen. Sivio Ult. Useless gemacht, weil keiner engagen konnte. Und oh, das ist aber greedy gerade, glaube ich. Ah, das war greedy, aber vielleicht kann er jetzt was daraus machen. Das ist nur der killt den gleich mit Homeguards. Wir sehen jetzt, wie eine Person von Homeguards zerrissen wird. Obwohl Panther ist in der Midlane. Wir sehen jetzt, wie eine Person von Homeguards zerrissen wird. Wir sehen diese Person. Diese Person greift hier an. Oh, macht gar keinen Schaden, der Carry. Na gut. Aber, wie gesagt, die Wall hier ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark defensiv gewählt. Udi war auch komplett useless. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, tot. Nice grab, Nautilus. War natürlich jetzt wieder ein bisschen tragisch, aber wir haben hier den Turm noch bekommen. Das ist gut. Item. Könnte ich jetzt immer noch Stundenglas rausbauen, aber ich denke, ich werde hier für Ludens gehen. Wobei ich glaube, dieses Game werde ich, wenn es überhaupt noch so weit geht, werde ich doch ein Stundenglas gehen und einen richtig deepen Engage machen. In diesem Game bin ich halt nicht der Damage Dealer. Ich bin nicht der Main Damage Dealer. Ich bin aber dennoch sehr, sehr nützlich. Aber ich denke, ich könnte hier richtig coole Sachen machen, wenn ich hier so einen fetten Engage mache. Aber muss ich nicht. Es kommt halt immer drauf an, aber irgendwie ist mein Team jetzt nicht so Engage-lastig. So. Also, Pantheons Engage ist ziemlich beschissen. Also ja, der kann reinspringen. Tobi, voll gut. Ja, okay. Okay. Okay, das war obvious. Das war obvious und das hätte ich mit dem Soldaten checken sollen. Ich war aber zu viel am Quatschen. Fuck. Das ist nicht so cool. Kriegt der den irgendwie? Schade. Schreiben wir mal einmal sorry, damit hier nichts. Also sowas könnt ihr natürlich face-checken. Na, W, Q rein, seht ihr, Vision. Also ich habe jetzt einfach nur gerade jemand gepinkt und ich bin einfach hingelaufen. Ping, hinlaufen. 3-8, das ist schon ziemlich legendary. Habe ich Stundenlass gesagt? Ich habe Stundenlass gesagt. Ich meine, ich könnte immer noch Damage gehen, ne? Also, es wäre immer noch nicht das Problem, wenn ich sage, okay, ich stehe hinten und mache Schaden. Das klappt genauso gut, ne? Ich sag, wir machen trotzdem, wir haben 600 AP, Leute. Wir haben 600 AP und Voltsaft, das macht Schaden. Das macht definitiv Schaden. Ja. Ari ist nur tot. Wir fliegen. Oh, da kommt der Engage. Ja, ich weiß nicht. Der Kelim hat gleich noch Ulti. Ziemlich bescheiden, was bisher da passiert. Da ist der Engage von Hecarim. Jetzt muss ich den Typen beschützen. Ich bin. Hallo! Die haben halt, da kommt halt gar kein Schaden, was die da gerade fabrizieren. Da kommt halt gar kein Schaden. So, wir können jetzt hier ganz schnell Turm, müssen wir hier hinten machen. Spawn das Ding hier, holen die Scheiße einfach mal rüber. Zack, Wall und Ende im Gelände. Hier ist nicht mit Party ohne Hose. Hier ist Party nackt. Was ist los hier? Nicht hier rumhampeln und hampeln. Engage. Engage. Als wäre es auch wieder ein Ding gewesen, hat mich der Scheiß getroffen. Aber ihr seht hier auch auf Ari, wir machen tatsächlich guten Schaden. Wir machen leckeren, sauberen, saftigen, duftigen Damage. Und damit war's das. Gehen wir noch einmal rein. Swag! Okay, ich bin raus. Oh, nice, überlebt. Yo! Wir checken ab, wie viele Punkte wir kriegen und wie viel Schaden wir gemacht haben. Gucken wir.
Ich werde nicht viel Schaden gemacht haben. Weniger als Rumble und weniger als Lucian, weil ich auch einfach immer sofort tot war, ne? Und wenig beteiligt war. Wir gucken trotzdem mal, das interessiert mich gerade. So. Ja. Ja. Da ist es. 16 Punkte, not so much. Don't play Azeroth. GG. Wir gucken unseren Schaden. Wir gucken unseren Schaden. Ja, es war okay. Wie gesagt, es war nicht das meiste. Aber, dafür, dass wir die ganze Zeit tot waren, also wir waren echt oft tot, ne? Und wir haben uns, sind auch ziemlich deep reingegangen, haben aber ein paar gute Sachen gemacht. Und, ja, ich denke, das ist in Ordnung. Was haben die Gegner so einen Schaden gemacht? Aria. Guck mal, ich hab quasi den Main Damage Dealer von den Gegnern quasi bestimmt 6-mal quasi die Vorlage für den Kill gegeben. Also, GG. Na gut. Hier reißen sich schon wieder die Köpfe aus dem Scheiß. Aber ja, danke dafür. Es wird ein weiteres Game folgen. Ja, ich verlinke das hier schon mal und vergrüße mich da. Ich vergrüße mich. Haut rein. Tschüss.